Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exiles Guide hier bei eurem Bombardin. Heute möchte ich mich mal der Frage widmen, wie man Gaskugeln oder Sprengkugeln herstellt, was man dazu braucht und wie man die Ressourcen dafür findet. Voraussetzung ist grundsätzlich mal Stufe 15, denn dann könnt ihr den Feuerschalenkessel bauen und ihr braucht zusätzlich den Schmied sowie den leibeigenen Fänger. Warum? Das zeige ich euch gleich. Um nämlich überhaupt starten zu können, braucht ihr einen Alchemisten. Das ist egal, welche Stufe der hat, aber ihr braucht einen Alchemisten in eurem Feuerschalenkessel, denn erst dann könnt ihr die Kugeln herstellen. Um jetzt überhaupt erstmal Glasflaschen herstellen zu können, was ja die Voraussetzung ist, braucht ihr eine Glasflaschengussform. Die baut ihr in eurer Schmiede für 15 Eisenbarren. Diese Glasflaschengussform legt ihr dann in euren Ofen. Legt mindestens 3 Glas dazu und aus 3 Glas entsteht dann eine Glasflasche. Diese Gussform legt ihr dann in euren Ofen, also hier diese Schmelze, legt 3 Glas dazu und natürlich ein bisschen Kohle und schon wird hier eine Flasche hergestellt. Glas bekommt ihr wiederum von Kristallen. Wenn ihr einen Guide dazu möchtet, zu den Fundorten, zu den Kristallen, schreibt das gerne in den Kommentare. Ansonsten findet ihr Kristalle eigentlich in einigen Höhlen, also normalerweise hat man immer genug Kristalle dabei, aber wenn ihr da ein paar Fundorte noch möchtet, schreibt das gerne in die Kommentare, dann mache ich da noch einen gesonderten Guide dazu. Jetzt benötigt ihr Wasserkugeln und dazu füllt ihr einfach die Glasflaschen mit Wasser auf, das ist wie beim Trinkschlauch zum Beispiel, und gebt Wundsekret hinzu. Zum Wundsekret mache ich noch einen gesonderten Guide, da gibt es nämlich zahlreiche Möglichkeiten, der kommt die nächsten Tage dann raus, das kommt noch und ja, dann kocht ihr das schön in eurer oder in eurem Feuerschalenkessel ein. Jetzt kommt der eigentlich schwierigste, aber auch wichtigste Teil. Ihr braucht nämlich entweder Bovisten, beziehungsweise für die Sprengkugel braucht ihr Sprengdrüsen und da zeige ich euch jetzt, wo ihr die farmen könnt. Der erste Ort für Bovisten ist das Startgebiet. Da findet ihr mehrere Plätze. Ich stelle euch jetzt nur mal einen vor und das ist hier diese kleine Landzunge hier. Etwas östlich von dieser, ja, etwas länglicheren Insel. Und da findet ihr ein paar Bovisten. Die können übrigens mit der Spitzhacke abgebaut werden. Mir ist aber aufgefallen, dass das doch relativ schwer ist. Einmal habe ich es geschafft. Also ihr seht es hier gerade, ich prügel hier wie wild auf die Dinge ein und es tut sich überhaupt nichts. Also ja, vielleicht besser per Hand farmen, ich weiß es nicht. Mit der Sichel geht es übrigens auch nicht besser. Also kann ich euch mal zeigen. Ja. Man verprügelt alles, nur nicht die Pilze. Ein weiterer Ort für Bovisten ist Xaltas Zuflucht, findet ihr hier am Rande der Wüste beim Übergang zum Dschungel. Und da laufen wir jetzt mal ganz schnell rein. Und auch hier findet ihr einige Bovisten. Also hier haben wir sie. Auch im Dschungel könnt ihr selbstverständlich Bovisten finden. Zum Beispiel hier auf dieser Insel. Oder hier, vor dieser kleinen Insel. Oder hier beim Übergang vom Startgebiet zum Dschungel. Ja, das sind jetzt mal so einige Orte. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr, aber ich denke mal, das soll jetzt erstmal reichen für die Farmspots. Ihr habt jetzt einige bekommen und ja, gerne könnt ihr ja in den Kommentaren noch weitere Farmspots ergänzen. Sprengdrüsen bekommt ihr zum Beispiel von roten Imps. Da ist hier zum Beispiel so eine Imphöhle. Da können die spawnen, sind aber nicht immer da. Und auch im Startgebiet laufen hin und wieder mal welche herum. Zum Beispiel hier bei Hanumans Grotte. Ist aber nicht wirklich effektiv, die zu farmen. Weil, wie gesagt, die sind nicht immer da. Und ich hatte auch schon Durchgänge, da habe ich gar keine roten Imps hier gesehen. Also, ja, ist nicht wirklich effektiv, die hier zu farmen. Dafür gibt es jetzt im Dschungel einen sehr coolen Farmspot für Sprengdrüsen, nämlich hier in dieser Gegend. Hier findet ihr diese Echsen
diese Iguanas. Und die könnt ihr relativ einfach töten. Machen wir hier mal ganz kurz. Legen wir den mal schnell. So, der greift natürlich nicht an, weil ich im Tarnmodus bin. So, und dann könnt ihr die einfach häuten oder mit der Spitzhacke bearbeiten. Und dann bekommt ihr hier die Sprengdrüsen raus. Mit dem Häutmesser hat sich bei mir jetzt, das hat sich bei mir als effektiver herausgestellt. Kann ich aber ehrlich gesagt nicht genau sagen, da ja doch manchmal auch ein bisschen RNG dabei ist. Aber Häutmesser war bei mir jetzt ein bisschen effektiver als mit der Spitzhacke. Aber ja, macht da einfach eure eigenen Erfahrungen. Ich denke, das ist auch so eine nie endende Diskussion unter Spielern, ob man jetzt die Spitzhacke nehmen sollte oder lieber doch das Häutmesser. Ja. Findet einfach selbst euren Weg raus, würde ich sagen. Jetzt werft ihr das Ganze in eure Werkbank rein. Legt ein bisschen Holz dazu und dann kann es auch schon losgehen und ihr könnt die Kugeln herstellen. Jetzt stellt sich abschließend noch die Frage, ist das denn wirklich effektiv? Und meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht. Also ich hoffe persönlich, dass man da nochmal ein bisschen nachpatcht, denn die Herstellung an sich finde ich persönlich im Vergleich dazu, dass man NPCs tötet, die ja die Sachen auch droppen können, relativ ineffektiv. Also wenn ich 2, 3 Durchgänge auf der schwarzen Galeone oder sonst wo mache, dann werde ich wahrscheinlich zeitlich gesehen mehr Gas- und Dämonenfeuerkugeln rausbekommen, als wenn ich mir jetzt die ganzen Ressourcen farme. Ich meine, da ist ja doch, steckt ja doch einiges dahinter, ne? Ich meine, die Gussform, die ist relativ schnell gefarmt, aber man braucht ja auch noch Kristalle. Dann benötigt man Wundsekret und zusätzlich dann noch Bovisten bzw. Sprengdrüsen. Also das ist schon, das sind schon relativ lange und relativ viele Arbeitsschritte, die man hat, um überhaupt an diese Kugeln ranzukommen. Also ob sich das Crafting dafür wirklich lohnt, weiß ich persönlich nicht. Meiner Meinung nach nicht. Aber ja, auch da macht einfach eure eigenen Erfahrungen, ob es sich lohnt, ob es so einfacher geht, an das Zeug ranzukommen. Ich weiß es nicht. Also, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie die Dinger hergestellt gehabt und habe die immer von NPCs gefarmt und die droppen da auch nicht mega häufig, aber relativ gut und man hat ja auch noch bei den NPCs Nebenprodukte, zum Beispiel Eisen, Stahl etc. etc. Also, ich weiß es nicht. Macht eure eigenen Erfahrungen. Das war's auf jeden Fall mit diesem Guide. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao!